Tag 5. Der vierte Tag relativ kurz, ne? Mal ein bisschen durchgedreht und schon ist so ein Tag rum. Elizabeth, is that you? Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Drowning. In der letzten, ja, die ist dann, habe ich dann mal mich entschieden, die abrupt doch ein bisschen zu beenden und das nochmal, ja, aufzuteilen. Ja, wir sind in der letzten Folge ganz schön gut abgedreht, ne? Also haben rausgefunden, dass wir doch die Lissy, unsere, wo wir immer davon ausgegangen sind, dass es irgendwie unsere Frau, Freundin, Lebensgefährtin, irgendwas ist. Ja, dass wir uns die doch irgendwie nur eingebildet haben, dass unsere Mutter, unser Vater sich alle umgebracht haben, dass er weiß, was mit der Betty passiert ist. Hier im Dorf sind scheinbar auch alle tot, aufgrund eines Fluchs. Are you Wenn ihr wissen upstairs? wollt, wie das so alles zustande kommt, dann könnt ihr euch gerne nochmal die letzten Folgen hier auf dem Kanal anschauen und natürlich auch eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. So. Wir sind immer noch auf Betty, der I'm Suche coming. nach Betty jetzt mittlerweile. Gestern Abend haben wir noch die Lizzie gesucht. Und den komischen Zementengel, der dann jetzt weg ist. Oben sind irgendwelche Geräusche, da schauen wir vielleicht nochmal nach. Ach, guck doch in dem Zimmer. Jetzt auf einmal. Da wollte ich schon immer rein. Betty? Betty! Are you in there? Open the door! Einschlagen. I'm coming in. Okay. Stand away from the door. Also nicht geschafft, ein Fenster aufzumachen, aber jetzt schlagt man eine Tür ein, oder was? Wow, 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 alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Da lag doch jemand im Bett, oder? Betty? No. No, 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 no. Oh. Oh, thank you. Was ist das? Ist das? I thought it was you, Betty. But who? Anna. Ja, das kann sein. Tun wir der mal das Häubchen wieder aufs Gesicht vielleicht? Wer hat hier zugesperrt, Frau Degens? Hat die selber zugesperrt? It's from Johann. Addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock, ere knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will tell ye. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I have kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune. And my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Okay, also, was? Er macht jetzt irgendwie den. Der Frederick ist jetzt. Das ist irgendwie ein kleines bisschen mysteriös. Der Frederick ist jetzt daran schuld. Sieht man hier irgendwie. Unsere Zeichnungen. Ach, das war noch Zeiten Unbeschwerde. Achso, okay, den haben wir jetzt ja gar nicht, oder was? Aha. Ja, ich würde es mal halt gerne irgendwie nochmal durchlesen. Was haben wir denn hier? You said this was a gift from another unlucky suitor. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless a signpost. A breadcrumb.
You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Okay, heißt für uns das, was wir uns eigentlich permanent schon gedacht haben, dass wir jetzt wahrscheinlich doch zu der Mine müssen, oder? Steht hier irgendwas Neues? Eigentlich kann da ja... Wäre es mysteriös, wenn jetzt hier nochmal irgendwas Neues drin steht. Nee, das scheint... Nee, verkehrt. So, scheint das zu sein, was da schon immer drin stand. Ja, und im Prinzip können wir die Sache jetzt abkürzen und uns auf den Weg zur Mine machen, oder? Ich hoffe halt, dass es richtig ist. So where is Frederick's farm? Oder wir gehen halt erst zu Frederick's Farm. Das ist auf jeden Fall irgendein Punkt. Ich habe keine Ahnung, wo sind wir? Warum ist es jetzt auf einmal wieder so nebelig? Jetzt einfach mal, dass es da ist, wo der Punkt ist. Wäre super, wenn ich ein bisschen was sehen könnte. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Schauen, hier unten ging es irgendwie lang. Ja, super, du Held. Wir waren hier schon mal. Das weißt du doch, oder nicht? Did you follow the tracks to the mine? What led you to this place? All these fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Mm-hmm. But something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. Genau, so weit kann ich auch noch folgen. At the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Ich kann wieder rennen, sehr gut. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? Das ist eine Farm auf dem Minengelände, oder? Betty? Did you witness their fall? Wir haben ein Tresor. What do you reckon, Betty? Okay, scheint nicht richtig gewesen zu sein, oder konnte ich da nochmal? Nee. Probieren? Nee. Ja, okay, wir haben's. Ja, wir haben's. Verstanden. Kann ich bitte wieder weg? Ah, okay. Oh, gibt's hier noch irgendwas? Nee, hier scheint die Sonne. Ja, ich würde es halt cool finden, wenn man hier ansatzweise irgendwie was sehen würde, oder? Ich meine, das ist halt auch wieder so eine Sache, die ich ein kleines bisschen nervig finde. Ich will das Ding jetzt nicht schlecht reden, das ist ein gutes Spiel, auch wenn jetzt Sequenzen hier hinten raus ein bisschen, ein bisschen anstrengend sind. Bei einem, sagen wir mal, so ein bisschen Spielspaß nehmen. In die Mine hätte ich eigentlich schon viel eher gewollt. Aber
wollte das Spiel halt einfach nicht zulassen. So, da war die gute 29 Jahre. Die Margaret. Und der Simon. Simon's Grave. Born December 5th, 1909. Died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Mm-hmm. Why bury Simon here and not at the cemetery? Das ist natürlich eine gute Frage. His wife's grave is also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Mm-hmm. Warum haben die da immer noch so die Schaufeln bei den Gräbern? Dann probieren wir mal den nächsten Code, würde ich sagen, oder? Das ist schön, dass uns die Lesung dann gleich sich selber gesagt hat. Komm, knie dich hin. Let's try Simon's birthday. Mhm. Yep, buddy. Okay, was haben wir denn hier alles Schönes drin? Was ist das? Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Okay. Und einen Brief. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Mhm. Dear Frederick, I hope this letter. It's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. Hmm. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Hmm. Okay. Kann ich mal jetzt nicht so richtig was rausnehmen? Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We've already dealt with the worker who made the discovery. Und ein Schlüssel. Okay, es gab also irgendwelche Probleme in der Mine und die wollten das Ding. I wonder what this unlocks. So, sorry, da muss ich gerade mal kurz ein kleines bisschen unterbrechen. Wir hatten, beziehungsweise ich respektive, hatte ein kleines technisches Problem. Wir sind jetzt wieder da. Wir haben gerade den Schlüssel. Den Tresor geöffnet und haben da drin eine Mappe und einen Schlüssel gefunden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, für was dieser Schlüssel ist. So what happens next in your story? Genau, was ist denn als nächstes passiert? Streit. Johann und Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. Okay. They argue about what to do. The discovery is made public. It's the end of their enterprise. Mm-hmm. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Tja, das ist eine Möglichkeit, die passieren sein könnte. Die andere können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht anhören, anschauen. Wir müssen wieder die Treppe nehmen hier vorne. Ne? Ja, dann schauen wir mal, dass wir jetzt irgendwie mit dem Schlüssel irgendwas aufmachen können.
schön viele Gebäude ohne Türen. Denn wo ist denn eigentlich den direkten Mineneingang oder so, haben wir ja jetzt auch noch nicht gefunden. Hier in die Dinger kommen wir, glaube ich, eh nie rein. Das ist halt auch so mies, dass ich hier nichts sehe. Was hat das denn? Na, vielleicht gehen wir einfach mal den Schienen irgendwie weiter hinterher. Das ist natürlich eine Idee, ne? Das ist natürlich eine Idee. So. Fredland Mining Company. Es ist natürlich. Ist ja irgendwie Fredland and Fredland Brothers oder irgend sowas. Ist jetzt durchgestrichen. Dann schauen wir mal, ne? Passt. Eingang der Mine. Können wir uns hier irgendwas anschauen? Nein. Da können wir uns was anschauen. Da können wir etwas anschauen. Cursed mine in Grovik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on. They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Das ist natürlich richtig, wenn man da wirklich dran glaubt an so einen Fluch. Es ist natürlich so, dass dann alles, was irgendwie negativ geschieht, natürlich auf mal schnell auf den Fluch zurückführen kann. Auch wenn es eigentlich für alles eine logische Erklärung gibt. Und vielleicht war da die Betty doch irgendeiner Sache auf der Spur. Ich finde es jetzt komisch, gibt es ja keinen richtigen Eingang. Wo sind die Leute, die da in die Mine wollen, immer durch das Fenster hier durch, oder? So. 20 years pass. Naja, ich denke halt schon eher, dass es der Fluch so als Vorwand genutzt wurde, die Fehde. Die Fehde wuchs und nein. Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. Na, das glaube ich eigentlich eher nicht. Aber ich wollte es doch so gern lesen, also warum kann ich mir denn die Antwort nicht vorher durchlesen? Das ist doch blöd. Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Okay. Man hätte natürlich auch einfach rückwärts runtergehen können, aber das hat er jetzt geschafft. Catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage, was dann halt, wie das trotzdem dazu kommt, dass alle, also wirklich ja restlos alle Leute komischerweise hier auf der Insel gestorben sind. Und ich glaube immer noch daran, dass es dafür irgendeine... All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Ja, das ist ja auch vollkommen richtig. Ich meine, man muss sich halt immer vorstellen, das Ding spielt in den 20er Jahren. Ne? Also da ist nicht so, dass irgendwie irgendwas mit Internet und Instagram und Facebook und weiß ich, der Teufel, was ist YouTube, was es noch alles so gibt und auch nicht irgendwie mal Kreuzfahrtschiffe oder Tourismus war das sicherlich auch noch nicht so ein springender Punkt. Das heißt, die Leute hatten sich halt hier und waren halt wirklich nahezu abgeschnitten von der Welt. Ich meine, selbst dass wir jetzt, also hier als Edward, auf diese Insel gekommen sind, das war ja schon eine abenteuerliche Reise. This place is cursed. Okay. Ridiculous. Ach. Ruth was here the day she fell. Something spooked her. And then she ran.
all the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Aber es ist halt trotzdem, ich meine, es ist mysteriös, dass diese ganzen Kleidungsstücke von der Betty da überall rumliegen. Aber warum... Hello? Betty, are you in there? Ja, wahrscheinlich eher weniger. Please answer me. Oh, Feuerzeug. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, in so einer alten Mine ein Feuerzeug zu zünden. Ich meine, hier könnten ja auch irgendwelche Gase oder so drin sich stauen. Dann macht es einmal Puff und dann... War's das? Ich glaube, wir sind der Lösung dicht auf... Oh Gott! Auf der Spur. Alter, alles klar. Kann ich mich ducken? Was ist da dahinter? Nee, geht nicht. Was ist das denn? Ah, wieder so ein Anstecker. This is Mother's brooch. Ah, okay. You always wore this. You wouldn't take it off unless you left it here for a reason. What am I not seeing? Na, gucken wir mal durch das Loch durch. Was soll passieren? Gottes Willen. Fuck off, ey. Okay, vielleicht sollten wir uns beeilen, hier rauszukommen. Shit. Ich renn um mein Leben. Komm. Fuck, yes. Wirklich, jetzt fliegst du hin. Okay, ernsthaft?